Oh, hallo meine lieben Nichtsblicker-Freunde. Oh. Boah. Shit, Digga. Nee, ich setze mich jetzt mal hier so hin. Ist das zu scharf, ich muss das Objektiv mal ein bisschen. So. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache heute nochmal. Ich sitze hier ganz unbequem auf dem Sofa. Mal kurz mal ein Vlog. Ich denke mal, das hat jeder von euch jetzt was mitbekommen. Hier ist das totale Schneechaos hier draußen, ey. Hier in Frankfurt läuft nichts. Na gut, jetzt läuft es eigentlich schon wieder, bis auf die Trams. Ein paar U-Bahnen, die fahren nicht. Das wird morgen bestimmt ganz spaßig werden, zu gucken, wie ich auf die Arbeit komme. Wow. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich schätze keine Sau. Ach, halt die Schnauze. Jo, wie gesagt, die Vorbereitung für unser Programm oder unser Projekt, das wir da haben, dieser Running Man, das läuft alles, keine Bange. Das Zeug wird jetzt nachher alles gekauft und wenn es draußen mal ein bisschen ständiger wird, dann können wir auch endlich mit dem Dreh anfangen, weil jetzt ist das alles so zu nass, das Ganze, und nee, muss nicht sein. Geplant ist eher so Sonnenschein oder zumindest trockenes Wetter, dass wir das Projekt endlich mal über die Bühne kriegen. Wir haben auch noch ein bisschen weitergearbeitet, wir haben auch so ein Mini-Projekt doch noch umsetzen. Das heißt einfach nur, warum. Aber dazu muss das Wetter eben auch noch ein bisschen besser werden, weil jetzt ist das... Ne, das geht gar nicht. Schnee überall, Verwehungen, tote Menschen auf den Straßen. Nein, keine toten Menschen, Spaß. Die Penner, die hier in Frankfurt rumliegen, die sind. Ja. Die Penner halt. Die sind halt, genau, die sind am Pennen. Also. Ich habe euch noch mal ein bisschen dieser Werbung gemacht. Auf meiner Seite und auf Facebook. Okay. Auf umgekehrt, auf Facebook oder auf Twitter, meine ich. Thanks. Ja. Was auch unsere Fanseite auf Facebook angeht, die muss ich euch auch noch ein bisschen näher bringen, glaube ich. Aber ich glaube, zur Zeit, ich denke mal, das kommt erst jetzt nach und nach, wenn die jetzt, sage ich mal, endlich mal regelmäßig wieder Videos machen. Das ist halt alles ein bisschen schwierig wegen den ganzen Arbeitszeiten, aber ich denke mal, ich versuche, das jetzt ein bisschen regelmäßiger hinzukriegen, so alle 2 Wochen mal. Das würde ich auf jeden Fall probieren. Denk dran, unser Projekt, warum wir böse sind. Das haben wir ja schon 3 Projekte, genau. Einmal The Running Man, warum und warum wir böse sind, genau. Und die fiesen Viecher aus dem All. Aber das machen, weiß ich nicht. Wie willst du denn das machen? Das kriegen wir schon hin. Ja, ich sehe, wir sind kreativ, wir müssen noch die ganzen Ideen zusammenschreiben. Am Drehbuch bin ich noch dran für The Running Man. Das gibt ja sozusagen mein erstes größeres Projekt, auch mit anderen Leuten. Das ist ja relativ spontan entstanden, aber hat großen Anklang gefunden, Gott sei Dank. Dank der Arbeitskollegen, ihr macht alle mit. Ja, wie gesagt, die kriegen nachher noch das Drehbuch. Ihr werdet dann auch noch frühzeitig informiert, wann es losgeht mit den Dreharbeiten. Also ich denke und hoffe, wir können das innerhalb von 2 bis 3 Tagen machen. Im Frühjahr machen wir das, wenn es wärmer wird. Ja, wie gesagt, wenn es wärmer wird. Weil jetzt ist es zu unbeständig, nass, und da sind die Leute auch ein bisschen quengelig. Das muss ja auch nicht sein. März, April, irgendwas in den Dreh. Ja, wie gesagt, ich habe noch genügend Vorbereitungszeit. Ich muss ja noch die Softboxen kaufen, noch die Utensilien, die ganzen Softwarewaffen etc. bla bla. Und was ist? Was sehe ich jetzt? Was ist denn das da oben? Guck mal. So. Das ist das Zimmer wieder. Nee, also wir hatten erst gedacht, wir hätten hier irgendwie Wassereinbruch, aber Gott sei Dank nicht. Ja, wo wir stehen geblieben? Projekte, genau. Wie gesagt, ich denke mal, dass wir zwischen März und April mit dem Running Man anfangen können. Dann wird das Ganze auch sehr interessant für euch werden. Und ich mache mal unsere Beschreibung, mal unsere Facebook-Page. Da könnten dann alle Infos reingeplatscht, zusammen mit den Videos. Ja, klar, mit den Videos werde ich euch dann auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Und ja, das Projekt steht. Wir haben die Leute, die haben auch Bock mitzumachen. Und ich versuche jetzt auch in nächster Zeit mehr mit den Kollegen auch Videos zu machen, so kleinere Videos. Einfach so aus Just for Fun, wie es die Zeit zulässt, weil wir sind zeitlich ziemlich eingespannt. Das ist leider ein bisschen doof. Aber wir versuchen unser Bestes. Gell, Bruder? Hi. Okay. Im Großen und Ganzen war es das schon. Ich wollte euch nur mal kurz mal Hallo sagen, kurz ein Update geben. Ich habe euch nicht vergessen. Versprochen ist versprochen. So, machen wir das. Also, Peace out!